Ist das die Geschichte, wie Tante Lou geschafft hat, den Hit zu landen? Nein, so einfach war es dann leider doch nicht. Aber das ist eigentlich eine ganz andere Geschichte und die erzähle ich euch direkt nach dieser hier. Doch, du hast sie eingestellt. Was habe ich? Na, ich verwette meinen Arsch drauf, dass Lou draußen ihr Katzenlied singt. Gott. Okay, Mäuschen, komm mit. Aber Mom, das kann nicht sein. Tante Lou singt das Katzenlied nur, wenn jemand krank ist. Ja, genau. Und jeder muss mitsingen, ob er will oder nicht. Kinder, es war auch nicht das Katzentanzlied, sondern noch viel schlimmer. Ich hab eine Katze und die ist schmuddelig. Ich hab eine Katze und ich liebe dich. Würdest du bitte wieder reinkommen? Ich hab halt frei. Da muss ich anderweitig Geld verdienen. Singe ich! Du bekommst von mir 10 Euro, wenn du aufhörst. Okay. Und warst du erfolgreich? Ja, total! Ich habe in nur 5 Minuten 13 Euro verdient. Also das ist mehr als hier in einer Stunde. Ist das jetzt dein Ernst? Ja! Und wenn ich das jetzt noch hiermit kombiniere, dann können wir schon bald unser Filmprojekt starten. Oh, her stehen uns mal. Hallihallo! Oh Gott, wenn man denkt, es kann nicht schlimmer werden. Butterblume, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ja, klar. Höchstens, wenn ich auf den Lichtschalter drücke. Ach, mal wieder eine sehr nette Begrüßung, Pia. Ich mach mal das Licht an. Oh Gott. Das ist die Hölle. Oh, Himmelswild, Pia. Mausi, Schätzchen, Hase, Bärchen. Ich weiß, was die Hölle ist. Die Hölle ist der Ort, an dem die Engländer kochen, die Italiener den Verkehr regeln und die Deutschen die Fernsehunterhaltung machen. Das ist die Hölle. I am ready.